Wenn es um Insekten geht, sind sie in der Regel nichts, was man nicht auch mit großen Dosen von Insektenspray bekämpfen kann. Aber dann gibt es noch diese Wanze, die mit ihrer schieren Größe und ihren grausamen Zangen ihre Beute angreift und tötet, die sogar viel größer ist als sie selbst. Willst du gerne diesen Käfer kennenlernen, der regelmäßig Schlangen zur Strecke bringt? Zum Glück hast du abonniert, denn sonst würdest du's verpassen. In Süßwassergewässern auf der ganzen Welt gibt es eine Familie von Raubinsekten, die auch als Riesenwasserwanzen bekannt sind. Und das ist nicht ihr einziger Name. Je nachdem, woher du herkommst, werden sie auch Zehenbeißer, Alligatorzecke, elektrischer Leuchtkäfer und indischer Zehenkneifer genannt. Klingen diese Typen nicht schon charmant und sympathisch? Nein, tun sie nicht. Riesenwasserwanzen können bis zu 4,5 cm lang werden. Aber es sind vielmehr diese übergroßen Vorderanhänge, die ihnen ein einschüchterndes Aussehen verleihen, oder nicht? Obwohl die Riesenwasserwanze fast immer auf dem Grund von Teichen, Bächen oder Seen zu finden ist, kann sie nicht unter Wasser atmen. Statt einer Lunge benutzen sie ein spezielles Atemrohr, das aus ihrem Hintern herausragt? Naja, das ist wohl richtig. Diese Riesenwasserwanze atmet durch ihren eigenen Schnorchel. Das heißt aber nicht, dass die Riesenwasserwanze nicht die Luft anhalten kann. Die meiste Zeit ihres Lebens sitzt sie auf dem Grund eines Süßwasserflusses und wartet auf ein ahnungsloses Opfer. Sobald diese Wanze eine Bewegung im Wasser über ihr wahrnimmt, schlägt sie zu. Sie klammert sich um jedes Lebewesen, das Pech hatte, gerade vorbeizuschwimmen. Ihre Beute besteht normalerweise aus kleinen Fischen, Schnecken, Amphibien und Krustentieren. Aber es ist auch nicht ungewöhnlich, dass man diese riesigen Wasserkäfer mit einer Schlange in einer schrecklichen Unterwasser-Todesrolle sieht. Normalerweise würde ich auf die Schlange wetten, aber dieser Käfer ist eine ganz andere Geschichte. Mit ihren kräftigen, zangenartigen Fortsätzen klammert sich die Riesenwasserwanze an ihre Beute, bevor sie mit ihrem langen Rüssel einen giftigen, lähmenden Speichel in ihr Fleisch injiziert. Ihr Speichel ist ein düsterer Cocktail aus Nervengiften, der das Opfer nicht nur vollständig bewegungsunfähig macht, sondern auch ihre inneren Organe verflüssigt, damit, ihr erahnt es schon, sie flüssig verdauen kann. Aber das ist nicht alles über sie. Die Männchen sind wirkliche Vorzeigeväter in der Insektenwelt, die eine ganze Ladung Eier auf ihrem Rücken mit sich herumtragen, während die Mutter ein bisschen Zeit für sich hat. Ich weiß, du fragst dich, ob sie auch den Menschen wehtun können. Und falls du es anhand des Namens Zehenbeißer noch nicht erraten hast, die Antwort lautet ja. Das Schlimmste ist, sie gehen nicht auf den fleischigen Teil deiner Zehen, sondern sie zielen direkt auf die Schwimmhäute zwischen deinen Zehen und klammern sich dort gerne fest. Es fühlt sich an, als würde man einen Schnitt unter Wasser bekommen, der allerdings höllische Schmerzen verursacht. Während die meisten Menschen nur ein leichtes Stechen oder Brennen verspüren, sind bestimmte Arten dafür bekannt, dass sie ein starkes, lokales Betäubungsmittel abgeben und an der Bissstelle heftige stechende Schmerzen verursachen. Sie klingen schon furchteinflößend und sind vielleicht nicht unbedingt dein lokaler Frosch oder deine Wasserschlange, aber nimm sie mal in die Hand. Meistens erstarren sie sofort und stellen sich dann tot. Es ist schon komisch, oder? Der König der Insekten ist ein großer Angsthase. Naja, kommen wir zu unserem nächsten Kollegen, und zwar der große Tauchkäfer. Er ist einer von über 4000 verschiedenen Arten von Wasserkäfern, die in und an den Gewässern rund um die Welt leben. Im Laufe der letzten 40 Millionen Jahre haben diese Käfer einen der am meisten spezialisierten Jagdmechanismen der Welt entwickelt. Sie beginnen ihr Leben als winzige durchsichtige Larve, die auch als Wassertiger bezeichnet wird. Sie wackeln im Wasser hin und her und fuchteln mit ihren winzigen Zangen nach allem, was sich ihnen nähert. Und genau wie die Riesenwasserwanze benutzen auch diese Baby-Tauchkäfer einen Schnorchel an ihrem Hintern, um zu atmen. Aber lass dich nicht davon täuschen, wie niedlich sie aussehen. Diese niedlichen Käferbabys fressen Froscheier und Kaulquappen, sobald sie geboren sind. Haben sie dann endlich genug gefressen, um in die nächste Phase ihres Lebens zu überstehen, klettern die kleinen Wassertiger aus dem Wasser und suchen ein schönes Schlammloch, in dem sie sich vergraben, während sie sich in einen Erwachsenen verwandeln. Ein paar Wochen später schlüpft der Wasserkäfer in seiner Pracht und macht sich auf den Weg ins Wasser. Es ist nämlich Essenszeit und diese Tauchkäfer sind wirklich hungrige Zeitgenossen. Seit ihrer Metamorphose ist viel passiert. Der große Tauchkäfer hat jetzt ein paar gefiederte Anhängsel, die auch als Unterwasserflossen zum Schwimmen dienen. Und der berüchtigte Schnorchel am Hintern wurde durch etwas noch viel Schlimmeres ersetzt. Mit Hilfe spezieller Membranen schließt der große Tauchkäfer eine Luftblase unter seinen Flügeln ein, die ihn auch als behilfsmäßige Tauchflasche dienen. Der Käfer kann damit bis zu 30 Minuten unter Wasser tauchen, um auf Nahrungssuche zu gehen und sich von Fischen, Kaulquappen und anderen Aas zu ernähren. Der große Tauchkäfer packt seine Beute mit den vorderen Anhängseln, bevor er sein Verdauungsenzym injiziert. Mit seinen rasiermesserscharfen Mundwerkzeugen, die das Fleisch wie Butter zerschneiden, macht er sich schnell über jede Mahlzeit her. Wenn in einem Gewässer keine Nahrung mehr vorhanden ist, kann der große Tauchkäfer seinen Panzer einpacken, aus dem Wasser klettern und zu einem neuen Teich fliegen. Aber dieser große Tauchkäfer ist nicht das einzige Krabbeltier, das nicht ins Wasser gehört. Die Angel- oder Fischerspinne ist eine Kreatur, die wirklich so erschreckend ist, wie sie klingt. Dieses Spinnentier jagt Fische, aber es hat gar keine Kiemen, sondern es hat sich so entwickelt, dass es unter Wasser überleben kann. Gerade als du dachtest, es gäbe einen sicheren Ort, an den die Spinnen nicht dir folgen können, kommt die Angelspinne ins Spiel.
Sie sitzt auf der Wasseroberfläche mit ihrem Rücken an schwimmenden Blättern verankert. Die anderen sechs Beine sondieren das Wasser, während die ultrafeinen Härchen jede Bewegung über und unter der Wasseroberfläche aufspüren können. Sobald sie eine fischige Mahlzeit unter der Wasseroberfläche wittern, schnappt die Spinne sofort zu. Wie diese kleinen Viecher aus Aliens. Aber wenn diese besondere Taktik nicht funktioniert, hat die Angelspinne noch einen anderen Trick in ihrem Ärmel? Naja, dank ihrer spezialisierten Lunge und Luftbläschen, die sich an ihren Haaren auf dem Hinterleib anhaften, kann die Angelspinne unter Wasser tauchen und während der Jagd bis zu einer Stunde lang bequem atmen. Nach erfolgreicher Jagd injiziert die Angelspinne dem unglücklichen Fisch sowohl ein Lähmungsmittel als auch ein Verdauungsenzym, bevor sie ihn zum Fressen aus dem Wasser zieht. Aber manchmal stehen nicht nur Fische auf dem Speiseplan dieser Spinne. Es ist bekannt, dass die afrikanische Angelspinne gelegentlich auch kleine Frösche jagt. Und obwohl sie nicht die einzigen Spinnentiere sind, die sich in den seichten Gewässern aufhalten, gibt es ein Insekt, das sich den Namen eines dieser Tiere angeeignet hat. Der Wasserskorpion ist eigentlich gar kein Skorpion. Er gehört eigentlich zur Familie der Wanzen. Und obwohl er einen ziemlich langen und nadelartigen Schwanz hat, sticht er nicht damit zu. Es ist mal wieder ein Schnorchel und der Wasserskorpion benutzt ihn auch, um beim Schwimmen Luft zu holen. Aber das vordere Ende eines Wasserskorpions ist der gefährlichere Teil. Auf der Lauer liegend sitzt der Wasserskorpion mit ausgestreckten Beinen da und tastet nach winzigen Veränderungen in der Wasserströmung. Wenn Insekten, kleine Fische oder Amphibien an seinen kräftigen Kieferzangen vorbeischwimmen, schlägt er zu. Wie die meisten dieser Unterwassersoziopathen beginnt der Wasserskorpion seine Mahlzeit mit der Injektion eines starken Enzyms, das mal wieder die Beute von innen heraus verflüssigt. Gerade als du dachtest, das Wasser kann nicht noch schlimmer werden, muss ich dir sagen, es gibt noch eine andere Unterwasserspinne, die dich wahrscheinlich dazu bringen wird, das Schwimmen für immer aufzuhören. Während die Angelspinne stundenlang unter Wasser tauchen kann, ist diese Wasserspinne oder auch Tauchglockenspinne die einzige bekannte Spinnenart auf der Welt, die ausschließlich unter Wasser lebt. Sie hat meiner Meinung nach eine der coolsten Atemlösungen aller Zeiten entwickelt. Nachdem sie einen sicheren Ort gefunden und ihn mit Seide ausgekleidet hat, schwimmt die Tauchglockenspinne wieder an die Oberfläche und steckt ihr Hinterteil an die Luft. Spezielle Haare fangen eine große Luftblase ein, die dann in ein immer größer werdendes Unterwasser-Tauchreservoir transportiert wird. Die Tauchglockenspinne wiederholt diesen Vorgang mehrmals, bis sie genug Sauerstoff für den kommenden Tag hat. Wenn es an der Zeit ist, auf die Jagd zu gehen, nimmt die Tauchglockenspinne eine Mini-Luftblase als Reserve mit, bevor sie in den Untiefen nach ihrer Beute durchsucht. Sie sind auch nicht unbedingt die wählerischsten Fresser. Wasserspinnen greifen alles an und lähmen alles, was ihnen in die Finger kommt. Dann gehen sie zurück in ihre Luftblasenoase, um ihre Mahlzeit im sauerstoffreichen Luxus zu beenden. Obwohl keine dieser Wasserwanzen eine ernsthafte Bedrohung für die Menschen darstellt, erinnern sie uns daran, dass in der Natur alles, absolut alles, furchterregend ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gebt mir doch ein Like, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns bestimmt auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde!